klar. Ich habe meine gesamten Bretter nochmal überarbeitet. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ey. Ich bin jetzt ja ganz schön im Bar, glaube ich jedenfalls. Weil die Leute, die irgendwie Interesse haben, da zu sehen, oder für dich hier, wenn du ein Video schaust, kann ich auch mal zeigen, wie ich hier so rumgegangen bin. Ich habe jetzt 1, 2, 5 Bretter habe ich hier gerade. Ich bin einfach so im Zickzack hier wie blöd da durchgegangen. Hier ist mein erstes, hier ist das erste, was ich auch hatte hier. Dann bin ich eigentlich nur zu dem legendären Ding gegangen. In der Mitte, dann bin ich direkt nach links gegangen, habe da ein Brett hingepackt, dann bin ich da ein bisschen in die Mitte gegangen, habe mir einen legendären Knoten geholt, bin ich nach unten gegangen. Bin da in die Mitte gegangen, habe mir da einen legendären Knoten geholt, bin dann nach links gegangen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie alle richtigen, wichtigen Werte, die ich haben wollte, genommen, sondern bin irgendwie so geradlinig hier von einem Ding zum anderen gegangen. Und ich habe jetzt, glaube ich, 4 legendäre Knoten aktiv und viele seltene Knoten. Aber als nächstes wollte ich hier hin. Ich weiß halt nicht, ich habe das letzte Woche erst gemacht. Ich glaube, hier wollte ich als nächstes hin. Ich habe 3 Glyphen aktiv. Ich bin einmal in so eine normale random Gegnergruppe reingegangen und ich meine, ich mache sehr viel mehr Schaden jetzt, aber wir werden ja sehen, wie das abläuft, wenn wir hier in einem Tom Dungeon zu gehen, ne? Da brauchst du mich ja nicht mehr. Ja, wer ist er denn? Irgend so eine komische Gestalt im Ladebildschirm. Der Lunaren, oder? Okay. Was ist los? Seht ihr das? Der Mond sieht so reif aus. Man möchte ihn am liebsten vom Himmel pflücken. Die Vorfahren. Ja, und ich sehe den Mond nicht. Ich sehe nie den Himmel in diesem Spiel. Sogar, dass die Schreine im ganzen Land von ihrem Geist erfüllt sind. Und den Schrein des Mondes nicht so. Sie gewähren denen Glück, die es verdienen. Ich sehe immer nur den Boden. Ich bin davor. Ich bin der Himmel. Da kann ich den Mond ansehen, sonst fliegt der darauf zu. Ja. Dann gehen wir bloß weg. Lunarschreie, die von immenser und blühender Kraft durchdrungen sind, erscheinen in Sankt Jaro. Besiegt Monster, während ihr von lunaren Schreien ermächtigt seid, um eine Erfahrungswertung von 50% zu erhalten. Zeitlich begrenzte Belohnung, um von Ying Yu zu freizuschalten. Man befreit Lunarschreie von den Geistern. Ja, haben wir aber zu tun, ne? Oder eine Erfahrungswertung von 10% verleiht. Albtraum Dungeon Siegel haben eine Chance, die Gunst der Vorfahren zu gewähren. 10% mehr Glyphenerfahrung. Oh, nicht schlecht. Wie denken die Vorfahren in letzter Zeit über mich? Ich dachte, das ist halt so, wir müssen halt so viel machen. Und dann leveln wir halt hier hoch und dann können wir uns Belohnungen abholen. Lunares Scepter, kosmetisch. Oh, ein magisches Reittier, Mondblumen hängst. Ja. Wie lange läuft dieses Event? Nicht. Oh, Mut des Drachen, magische Zweihandaxt, kosmetisch. Ja. Klar, kosmetische Sachen kriegen wir halt hier nur, ne? Körperbemalung. Ja, über das Event haben sich alle auf YouTube immer lustig gemacht. Okay. So, finde und nutzt Lunarschrein, um eure Gunst an Jingo zu erhöhen. Wo sind denn die? Wo können wir die finden? Da unten sehe ich einen. Ist das das? Dann gehen wir mal dahin und gucken, was das ist, ne? Guck mal. Wie lange dauert oder so. Sieht aus wie so Dings hier, wie
wenn wir hier grausige Gaben sammeln müssen, die halt. So, warum sind ja schon Gegner? Was? Was ich nicht verstanden? Trank. Ich nehme da mal einen Trank für Erfahrungspunkte. Blitzwiderstand, warum nicht? Nicht solange ich in der Stadt bin. Und wie kommt man denn dahin? Ich gehe falsch. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Da bist du ja. Ich dachte, wäre schon hier irgendwo. Müssen mal gucken, wie man da hinkommt. Ich weiß nicht, ob hier richtig ist. Hier ist richtig. Das müssen wir hier suchen, nämlich mal. Oh Gott! Ich kann gerade sehr viele Selbstmörder. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja. So, Schrein des Schutzes. Verpiss dich. Okay. Da war schon. Sind während des Landes für eine Decke alle 7 für eine besondere Belohnung. Ach so. Okay. Ich dachte, wir müssen ja was machen. Schließt ein Geflüster jenes Typs ab. Was hat da oben? Ich bin noch nicht. Das ist eine geschundene Leiche. Komm her. Aber ich kann sie nicht noch weiter schänden. Komm her. Nein, dann schänden des Bösen. Herrin des Ödlandes. Hast du den schon gekillt, was? Ja. Das ist wieder was Ianis. Was ist das? Ja, das ist ein lilaner Stern irgendwo. Ist aber zum Einsammeln. Und ist dann einfach nur so, ja, du hast das hier erledigt. Ich glaube ja. Okay. Ich muss warten. Was ist denn los? Nichts, okay. Irgendwo ein Schrein? Nein, okay. Und dann nehme ich mal, suchen wir mal diese 7 Schreine. Die sind überall markiert auf der Karte, glaube ich. Also, wenn es dafür eine Belohnung gibt, hier ist einer. Wie kommen wir da hin? Da ist nirgendwo was in der Nähe. Nein. Ich war da hin. Okay. Du hast Spinnen, Dämon, Vampir, was auch immer das ist. Immer nicht genau hin, du teleportierst dich zu mir. Alter, warum sind die Gegner ja so nah? Sonst waren die Gegner auch nicht immer so nah an den Städten.
Ich mache einen Schritt aus der Stadt raus, da kommt schon ein Gegner. Na, ich bin schon beim nächsten Schrein. Ich bin nicht der Einzige anscheinend. Aua. Ist der tot? Der Typ ist tot. Du Noob, ich rette dich. Ah, wo bist du? Ja, ich bin hier nicht raus. Teleportiere ich doch zu mir. Wollte ich eigentlich nicht machen. Wolltest du sie alleine finden oder was? Ich war hier eigentlich am Suchen. Noch schreien oder irgendwie so was? Ja. Ja, ich auch. Ich muss warten. Sind nur 7, nehme ich mal an. Müssen wir sowieso zu allen hingehen irgendwann. Nicht spawnen, ich bin ja gerade auf der Karte dran. Ihr Säcke. Aua. Ich muss warten. Da hat sich ein Schrein aus den aktiviert. Ja. Ich töte euch alle. Willst du jetzt hier getrennt sammeln oder was? Wie sieht's aus? Ich mache hier gerade ein Event. Oh, natürlich meine ich auch sammeln. Dann meckerst du mich nicht am Ende an, wenn dir einer fehlt oder so. Was kann das heißen, Alter? Das ist ganz schön selbstverliebt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ob überhaupt zählt hier. Hier ist irgendwie so ein Event drum, da ist ein Stern drum. Ich nehme an, das heißt, dass der abgeschlossen ist. Das ist bei denen ja auch ein Stern. Ja, aber dabei ist das jetzt ein anderer, wo ich hier bin. Das war ungefähr im gleichen Gebiet, aber. Ich halte sie weg von dir. Ich bin jetzt Ember, ihr habt keine Chance gegen mich. Ja, ich hab's auch irgendwie geschafft, ich will da wieder viele ran. Ah, was hat... Tödlicher Schrein. Ich hab mich in so eine Blitzkugel verwandelt bei dem Schrein. Ja. Kunst der Ahnen aufgewertet, Stufe 1. Ich bin noch nicht bereit. Ja, was geht? Jo. So. Der ist bei mir ausgegraut. So, der war bei mir schon ausgegraut, aber ich bin da unten links zu denen gegangen in der Nähe.
Das haben wir ja vorbeigegangen, hat sich die Belohnung abgesahnt. Ich war von Redesan, ich habe hart gekämpft. So, da ist noch einer da ganz hinten. In den Schau. Der hat wieder so ein Symbol da drum. Zum Schrein zu Schrein zu Schrein 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 zu Schrein 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 mir die Belohnungen. Ich will dieses edle Ross haben. Vielleicht, keine Ahnung, mal schauen. Ja, so edel sieht er nicht aus. Sieht auch nicht, ist einfach nur ein braunes Pferd. Also. Schreien der Gier, oh, perfekt für mich. Ich habe genug von der Bäumchen. Oh mein Gott, sind ja viele Gegner. Oh, der Daniel nimmt Schaden, obwohl er Imba ist. Ja, meine Verteidigung ist nicht immer, mein Schaden ist. Warum ist hier noch ein Schrein? Hier sind zwei Schreine nebeneinander. Ja. Genau, den hier habe ich vorhin aktiviert. Da war irgendwie ein Symbol drum vorher. Der hier war schon vorher so hier. Ich beschütze dich. Ich bin noch nicht bereit. Ich hau dich mit meiner Heugabel. Daniel. Weit hoch. Gib. Hatte der weg, ist beinahe erreicht. Ich muss warten. Ah, Donner, 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 Donner. Ah, dieser Donner, Donner. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Realität ist die Illusion, die sich in die Fantasie versteckt. Das ist die Unendlichkeit. Was ist das? Oh, der Obolus. Ach, ich hab volle. Boah. Ich muss schon sagen, warum kann ich den nicht aufnehmen? So, wo will ich jetzt lang? Ich will da lang, also den hier. So, ich gehe mal zum Bäumchen. Da ist eine Quest. Ja. Der Reisende. Was macht ihr draußen? Oh, Tabibito. Das ist kein Ort für Touristen. Ich half diesen Menschen aus Kaideum zu fliehen, als wir von Monstern angegriffen wurden. Jetzt sind wir getrennt und es kommen immer mehr von den verdammten Biestern. Braucht ihr meine Hilfe? Braucht ihr meine Hilfe? Ich werde auf jeden Fall ein weiteres Schwert brauchen. So, warte, am König. Sie war gerade am Morden. Ja, die greifen an. Und wir vorrücken und unser verlorenes Schäfchen. Ich habe ja gerade eine chillige Unterhaltung mit denen, warte ich. Bleibt in der Nähe, ihr zwei. Was? Wer ist bei mir weggelaufen, der Typ? Ich warte, bis du fertig bist mit dem Gespräch. Seht, Grüße. Ich höre Daniel, halt's mal. So.
Jetzt sind wir sicher, zumindest vorerst. Boah, ehrlich, die paar Schritte. Ich wurde gestochen, aber bitte lasst mich nicht zurück. Euch zurücklassen? Ich halte mein Wort. Wenn ihr im Sand sterbt, dann nur, weil ich vor euch gestorben bin. Oh, sterben im Sand. Das ist der absolute Albtraum von Anakin Skywalker. Ja. Wir werden alle sterben. Wir sind schon tot, Kollege. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott, sie sind alle tot. Oh, Bock. Keine Spur von Osricks Männern. Ob wir sie abgehängt haben? Ja, wir werden ja von Monstern verfolgt. Die Luft scheint rein zu sein. Das stimmt wohl. Ich danke euch für eure Hilfe. Wir sind 2 Meter von dem Ort, wo ihr gerade wart, gelaufen. Hier ist es definitiv sicherer. Hier ist das Feng Shui voll gut. Wie auch immer, ich gebe euch einen aus. Ich muss diese Menschen in Sicherheit bringen. Solltet ihr eines Tages in Geakul sein, findet ihr mich vielleicht in der Taverne. Möge das Licht euch leiten. Ja, möge das Licht mit euch sein. Ja. Möget ihr geblendet sein vom Licht. So, ich gehe mal kurz zum Baum. Ich habe genug Dinger. Ich nicht. Nein, warum nicht? Ich habe nur 9. Man sieht ja nicht, was du wieder gemacht hast, um 10 zu kriegen. Oh, ich habe hier einen so einen Schrein irgendwo gemacht, glaube ich. Wo ist denn noch einer? Ich habe ja mehr Schreine als du. Ich gehe mal zu der Eulen zurück, um zu gucken, ob ich mehr Belohnung oder so holen kann. Irgendwie habe ich schon Level 1 oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, erlebt du ein paar Abenteuer und hol dir noch so ein Ding, so eine Gabe, keine Ahnung. Und spiel mit deinen Skeletten, ich weiß nicht. Ich hol die Hüpfburg. So, ich bin schon Level 2. What? Wie schnell geht denn das hier? Oh ja, 10.000 Gold. Oh ja, 25.000 Gold. Geil. Große erwachte Beute. Und Lunares Scepter. Was ist das? Das kann ich nicht benutzen. Benutzt diesen Gegenstand, um ein neues Aussehen in der Kommode freizuschalten. Kann eure Klasse nicht verwendet werden. Was soll ich denn dann damit? Okay. Oh, ich muss mal wieder meinen. Ich habe ein paar Albtraum-Siegel bekommen. Dann gucken wir mal, was wir alles haben. Wir haben irgendwie nichts, also ich habe jedenfalls nicht. Grube des toten Mannes haben wir letztens. Das Sanktum von Ishara. Das hatten wir, glaube ich, auch. Ja. Sanktum von Ishara. Boom, 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 Eismüll. Verdammt. Wird verschrottet. Und ich nehme an, dieses Zepter muss ich dann halt hier einlagern. Weil steht auch, ich kann halt nicht verkaufen, also. Muss ich irgendwann mal mein Zauberer oder mein Totenbeschwörer irgendwann spielen und das dann aktivieren oder was? Du hast einen Totenbeschwörer. Ne, ich habe keinen, aber müsste ich als Totenbeschwörer oder so benutzen, nehme ich an. Aber die geben mir halt einfach so ein Inventar, da steht nicht verkäuflich. Aber ich kann halt nicht benutzen. Ich bin noch nicht bereit. Dann aktiviert halt doch für meinen Charakter, meine Güte. Ich glaube, die Vorfahren mögen mich. Götter, ihr seid zurück. Die Neugier hat mich fast umgebracht. Wie war es? Ach ja. Meine Vorfahren finden, ich bin voll krass. Oh, das hätte Papa alles klar. Ihr seid ziemlich. Ich bin schon Level 2 mit denen. Für einen Dämonenschlechter. Weiter so. Die Nacht ist noch. Bei Level 4 kriege ich ein Graz Dinner. So, also jetzt. Okay, das schließt die Quest ab. Alles klar.
Ja, nichts bekommen. So. Okay, ich bin schon Level 2 und das geht nur bis Level 10. Das geht relativ schnell anscheinend dann im Hochleveln hier. Oh, Weltboss in einer Stunde. So. Ab zum Baum. Für neue Albtraum Dungeons und so hoffentlich. Na, meine Obolus muss ich auch mal verballern, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, warum ich die nicht letztens benutzt oder so? Ich bin noch nicht bereit. Wo ich denn so viele gefarmt? Es ist getan. Oh, orange. Große Panzerhandschuhsammlung. Ja, ich hole mir immer noch mehr. Das ist ja nur heiliges Zeug. Was soll ich damit? Ich spucke auf euch. Grube des toten Mannes habe ich schon. Weg damit. Okay. Hier. Segel verwerten. Ich sollte vielleicht einen irgendwie aufbewahren. Ja, was ist denn da? Das ist rausgekommen, nee. Meine Fresse. Also diese Truhe von diesem Event. Ja, ja. Ja. Wo bist du hier? Wo ist der Schmied? Hier. Das ist doch alles noch heilig, Mann. Ich kann das zerteilen. Okay. Meine Ausrüstung ist nicht voll repariert. Was ist das denn? Ich soll mal der Hand aus Abenteuer ohne mich hier. Wer will ich? Na, ich gehe mal nach Kyoberstadt. Muss mal meine Obolus hier verballern. Und ich sage, dass ich Maximum habe. Meine Güte. Sind drunter und drüber heute hier. Mit der Vorbereitung. Ja, irgendwie schon. Oh, wo das da, ne? Das kann ich hier nicht tun. Was brauche ich denn? Irgendwie sind all meine Sachen gleich stark. Was mit einem Zweihandkolben oder so oder Zweihandschwert? Pech gehabt, sehr schön. Oh, ist das gut? Verdammt! Ah, zwei Sockel ist aber viel schwächer. Wagt es, Wanderer. Darin steckt nicht weh. Bis zum nächsten Mal. Komm schon, irgendwas Gutes. Nein, minus 1400, willst du mich auf den. Darin steckt nicht wenig. Eure Gebete wurden offenbar erhört. Eure Gebete wurden offenbar erhört. Ist alles schwächer als was ich habe. Mann. Ich muss warten. Weg mit dem. Nicht mal ein neuer Skin oder irgendwie so, oder? Das sind alles nur diese Feuerschwerter auch noch. Und die seine Schwerter, die aussieht wie so ein Rückgrat. So, wo bist denn du? Beim Baum, okay. Ich warte ja bei Kyoberstadt, hier unten ist hier. Wo sieht man das denn?
wie viele von man von diesen Schreien hat. Gar nicht, irgendwie... ich mein. Ja, einmal sind da irgendwie so Dinger, die man irgendwie nur, ich glaube, finden muss, und einmal sind irgendwie so, wenn hier so, ich weiß das nicht. Da stand irgendwas von mit, wenn du 7 davon bekommst, dann kriegst du eine Belohnung. Alles klar. Das hat mich nur nicht. Oh, die haben jetzt so ein, ich sehe gerade bei den Tränken, haben die irgendwie so eine, da sieht man den Cooldown endlich mal. Also über meine Erfahrung, sag ich, dann kannst du ja noch sehen, wie viel noch übrig ist, ja, wie lange der noch am Halten ist anscheinend. So, hier ist auch noch so ein Ding. Schrein der Druckwelle. Ich warte mal hier. Ich habe gesagt, ich warte. Greif mich nicht an, Leute. Ich muss warten. Velka wurde getötet von rachsüchtiger Geist. Was hier? Ich bin noch nicht bereit. Alle angelaufen kommen. Ich warte einfach hier mit meinem Torstoß. So, okay, nächster. Au, was zum? Was war das denn? So, was ist das da? Flüstern. Flüster. Irgendwas Cooles bekommen aus der Baumtruhe. Das ist schlechter. Wow. Das Gefühl kenne ich. Bin noch nicht bereit. Oh, eine stille Truhe. Alles noch will. So. Schein der Druckwelle. Beinahe erreicht. War das so beinahe erreicht? Ja, es war alle erweckt. Ah, okay. Beinahe erreicht. Das ist wahrscheinlich ja hier mit den Event. Ah. Also, wir haben fast alle nicht mal. Ich bin noch nicht. Mein Gott. Da ich jedenfalls, weil ich einen mehr habe. Ah. Ich muss warten. Da unten ist auch noch einer. Ja, wir hatten es weit unten. Gott. So. Oh, ich glaube, da ist ein Schrein. Anschreien, ja, mein Gott, sind ja viele von diesen Dingern. Ja, ich muss die Orangen. Ja, mehr Stärke. Wer macht für mich? Damit ich noch mehr immer werde. Aua. Dieser Schmerz. Ich bin unbesiegbar. Aua. Ah. Schreien der Gier. Perfekt. Kunst an, aufgewertet. Stufe 3.
Gott. Ich merke voll, wie die Steuerung von Lego Star Wars mich irgendwie voll verkrüppelt, ey. Ich versuche die ganze Zeit nach oben zu drücken, um irgendwie die Menü zu öffnen und so und so. Ach. Ist furchtbar. Ah, ist noch irgendwo einer hier in der Nähe? Nö. Moment, nur einen. Nirgendwo. Es gibt keine mehr. Die sind alle weg. Nein. So, da ist eine, da sind ein paar. Da ganz oben. Tiermeier. Hm. Go to Dagobah. Go to Dagobah. Go to Dagobah. Er ist Dagobah, Daniel. Nein. Doch. Er heißt genauso sehr. Er heißt genauso sehr Dagobah wie Qui-Gon. Er Obi-Wan trinkt Qui-Gons Gin. Ja. Da finde ich immer noch witzig. Das Wortspiel. Das ist doch kein Wortspiel, ey. Qui-Gon, das ist einfach nur, weil wir wissen nicht, wie man das ausspricht, ey. Ich will auch nicht sagen, dass Leute an Star Wars arbeiten, die keine Ahnung von Star Wars haben. Doch. Wo gibt's denn sowas? Ja, irgendwie Disney hat wieder ein neues Projekt gestartet, Daniel. Ja. Ja. Mit Epic Games machen die Collaboration. Okay. Da haben die 1,5 Billionen Dollar reingesteckt. Oh Mann. Ich weiß nicht, was das sein wird, keine Ahnung, das weiß ich irgendwie. Wird wahrscheinlich den Rüstteil mit Fortnite zu tun haben. Ja, ja. Ja, Star Wars ist auch schon in Fortnite. Oh, ein Beinschuss. Kann machen. Oh Gott. So, viel zum Ernten. Sehe ich aus wie ein Bauer. Ich bin noch nicht bereit. Die werden immer stärker, dass Elon Musk Disney kaufen wird. Ja. Ja, irgendwie so eine Schauspielerin. Tut's ja, doch mit dem zusammen. War in dem Mandalorian, war die, ja, war genau. Die wurde, ungerechtigerweise wurde die gefeuert. Und Elon tut die jetzt unterstützen, Disney zu verklagen. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Ja, die hat irgendwas gesagt, was Disney unangebracht fand, hat die auf Twitter gesagt oder so und haben die gefeuert. Und wieso war es dann unverdient, dass sie gefeuert wurde? Das war übertrieben, da hätte ich nicht für gleich für die Disney fand das halt unangebracht, nur was die gesagt haben. Also. Das ist nicht, warte, worum es da ging, keine Ahnung. Die hat irgendwann mit scherzhafterweise, die sollte die ganze Zeit, Disney hat die dazu gedrängt, irgendwas über Transgender People zu schreiben in ihrem Twitter. Disney hat die dazu gedrängt. Ja. Dass die was darüber schreiben soll, über Homosexuelle, über Transgender People, über okay. Ja. Das ist doch nicht, das ist gute Publicity, weil ja, Disney liebt doch alle Leute, die anders sind. Ach. Die hat die mit Druidenlauten bezeichnet in ihrem Tweet. Ich fand Disney nicht gut, also haben sie gefeuert. Wow. Ja, die hat die so mit so Bibu, Bip, 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 Babub, so Roboterlaute hat die da reingeschrieben. Also das für Twitter ist nicht so ein guter Ort. Ich höre da nie irgendwas Gutes von. Nein, das heißt ja jetzt X.
Ja. Ich bin auch nicht bereit. Das mit X war wohl nix. Na, was ist das denn hier? Was hat der Eingang der Hölle? Aua! Ah, ah. Was war das? Keine Ahnung. Es ist tot, Daniel. Es ist tot. Okay. So. Wo sind denn nochmal? Hier sind noch welche. Altar des Untergangs, alles klar. Oh, mein Trank ist mir schon wieder ausgegangen. Markieren. Schwaches Elixier der Präzision aktiviert. Boah. Nicht solange ich in der Stadt bin. So, wer ist als nächstes dran? Da ist eine Quest. Cool. Eine Sekunde, Schwester. Er zählt da niemals aus. Wir sind ja im PvP-Bereich. Leute, hat den Schrein in der Bernsteinsande. Portalinvasion, was? Ja, das ist eine Kommunikation. Meinen Trank kriegt die nicht. Dann muss ich ihren Trank geben. Ich bin noch nicht bereit. Seid ihr verletzt? Ja. Ja. Are you choking right now? Bist du am Ersticken? Ja. Austrocknung. Ich auch nicht. Ja, ich segne den Brunnen. Unser Brunnen gehört jetzt den Fliegen. Ja, er wird mich rächen. Ich versucht sie zu vertreiben, aber ich bin nicht für derartige Arbeit geschaffen. Bitte, könnt ihr unseren Brunnen läutern? Kommt danach zur Kapelle. Oh, ich liebe es, Dinge zu läutern. Akkarat wird es euch vergelten. Aber ich liebe es auch, Dinge zu schinden. Okay. So. Hat da liegt was Legendäres? Ich bin noch nicht bereit. Liegt noch was Legendäres? Oh. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Oh Gott. Boah, was ist das? Oh, drei Kills des Todes. Was ist denn hier los? Was sind denn hier die Handtücher? Das ist nicht der Käse von Dö, den wir haben wollten, ihr verfluchten Arschkörner. Was? Sind auch von Draw Together? Ja, das ist, wenn Spanky und Sender eine Homo-Ehe vortäuschen. Da kriegen die so Hochzeitsgeschenke und Sender auf dem Bett zerrastet aus. Das ist nicht der Käse von Dö, den wir wollten, ihr verfickten, ihr verdammten Arschgranaten. Okay. So, die Quest ist da oben, ne? Was hat hier fliegen lässt? Da, okay. Bin anscheinend aufgelevelt. Hab noch nichts gemacht. Ja. Daniel hat einen riesigen Vorsprung. Ich schaue die ganze Zeit Elixiere, ja. Mich reinpfeifen.
Daniel benutzt Doping. Sponsor mich. Hey Daniel, ist das eine Münze in deinem Ohr? Nein, das ist ein Tumor. Hey Daniel, freust du dich schon auf Weihnachten? Oh nein, das ist ein Tumor. Das ist so dumm. Meiner Meinung nach hätte das eine der erfolgreichsten Serien überhaupt sein können. War zu extrem. Ja. Schade, dass die ein bisschen zu offensive war. Für einige Leute. Oh, es kommt, kleiner, tritt dich von der Kante da weg oder ich puste der Schlampe den Schick. Laufen Sie! Es wird mir egal, was Sie tun. Das würde nur Captain Hero in dieser Situation tun. Captain Hero Schutzschild aktiviert. Ah! Aber irgend so eine random Person benutzt sie als menschlichen Schild für so ein paar Schüsse. Das Schnüffel an meinem höhlenreichen Popoloch, du gottmäßiger Drogenkobold. Meinst du nicht, ja, komm mit mir? Wieso, was hab ich gesagt? Was müssen wir überhaupt hier machen? Ich hab keine Ahnung. Austrocknung, da oben müssen wir hin. Gott. Das ist auch noch eine Quest, ey. Boah. Am Ende. Was ist am Ende? Ist die Xbox ist am Ende. Wieso? So, keine Ahnung, wir sagen alle. Wieso? Ja, wurde jetzt halt angekündigt, dass die einige exklusive Spiele für Xbox zu PlayStation rüber packen. Wow. Wir sagen alle, dass Xbox am Ende ist, dass die Firma jetzt am Ende ist. Mehrere YouTuber haben Videos gemacht, Xbox ist zu Ende. Alles klar. Das ist dann aus für die. IGN hat auch ein Video darüber gemacht, ey. Xbox is burning down. Werden die aus der Asche wieder auferstehen können? Das ist doch Microsoft. Können die denn so schnell am Ende sein? Spiele ist doch lässig, die da passen. Ich glaube, die am Ende. Wird es eine Fusion zwischen PlayStation und Xbox geben? Das bezweifle ich, ja. Das ist dann die Playbox. Ja. Oder die X-Station. Wird wahrscheinlich auch wieder, wird darüber gemunkelt, dass Starfield auch für PlayStation kommen soll. Ja, das habe ich auch gehört. Damit die irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen, wieder, ne, um da wieder gut zu machen. Nein, alles ist ja wieder hell. Dann ich finde das Spiel bestimmt voll epic. Starfield? Starfield, ja. Ich würde das spielen. Ist mir schon klar, dass du das spielen willst. Auch wenn das jetzt irgendwie so verpackt ist. Also ich habe nur irgendwie so ein paar Sachen gesehen, so ein paar Leute, die angespielt haben. Ich fand jetzt nicht, dass das jetzt so schlimm ist, dass das irgendwie jetzt hier voller Gamebreaker ist oder so, ne? Ich habe jedenfalls ja nicht das Problem, dass hier soll, weil nicht öde sein oder was weiß ich. Ja, soll langweilig sein, habe ich gehört. Ja. Die Planeten sollen irgendwie alle nicht so, weil nicht so interessant sein oder irgendwie sowas. Das ist doch immer das Problem bei Planeten. Ich bin noch nicht bereit. Die Tochter ist also tot, so wie du jetzt. Ja, geht alle rein. Schau euch alle. Alle. Ah. Ah. Oh, schon wieder so einer. Oh, ich bin tot. Jetzt fällt der ganze Schatz mir allein. Da war so ein. Da steht einfach nur Daniel, du wurde getötet, ey. Da steht nicht mal von was, ey. Da
Ja, Nero hatte einen Herzinfarkt. So. Ja, das wird da ja stehen, du wärst gestorben. Warte mal, der Schrein, den wir gerade unten aktiviert haben, der ist schon wieder weiß. Was zum? Was soll das denn? Hier ist ein blauer Kreis da. Ja, machen wir gleich. So. Stimmt durch eure Gegner hindurch. Okay. Also. Komm, der wird schnappen und werden wir hier sind. Wenn wir Blitze sind. Nein, ich bin kein Blitz mehr. Blut der Schlüssel. Das ist ein anderes Event. Okay. Oh, etwas bessere Hosen. Oh. Ich muss warten. Oh, ich schnapp mich. Ich schnapp mich euch. Dash. 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 Allein so. Ich muss warten. Na bitte. Okay. Warte, da oben sind irgendwie nur die blauen Quests und so. Boah, so viel letztes Mal. Boah. Lass mich hier weg. Hört mal ein Ritual durch, ne? What? Das kann ich hier nicht tun. Na gut, mach mal. Ich bin diesen Ritualbandstein durchgeführt. Eine Vegetarierin. Ich kann kein Fleisch essen. Ich besorge euch etwas anderes zu essen. Das scheint kein geeigneter Ort für Kinder zu sein. Sie können sonst nirgendwo hin. Ihre Familien sind aus Jirandai geflohen, um den Grauen des Nordens zu entkommen. Aber die Kannibalen haben sie trotzdem gefunden. Auch andere Reisende sind in Gefahr, solange diese verfluchten Fleischfresser die Straßen überfallen. Wenn ihr ihre Zahl verringern könnt, gebe ich euch einen Anteil von unseren Zehntabgaben. Nein, wir machen das nicht wegen des Geldes. Wir machen das nur aus dem Spaß. Sure. So, was ist hier? Volk der Reise des Pilgers. Wir hier wieder beten oder sowas? Oder nicht? Ja, sonst nichts. Das kann ich hier nicht. Hallo? Das weiß ich zu schätzen. Grüße. Da wird euer letzter dummer Fehler sein. Ja. Yeah. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Kommt mit mir. Oh, ich glaube Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ah, zwei Elixiere. Ne? Folgen? Mir passiert nichts. Hilfe, Folgen, Entschuldigung. Habe ich gemacht oder Jubel? Brutal. Gefällt mir. Folgt mir. Also war ja so ein Ring, ne? Ja, ja. Ich glaub, Folgen wart. Okay. Na gut. Warte mal, was stand da? Wird Rituale durch zwei. Okay. Keine Ahnung. Ich hab Ritual nicht mehr. Müsst euch ausruhen. Die Kranken brauchen Pflege. Also viel. Mit wem reden wir hier? Mit ihr. Ich habe den Boden gesäubert. Gesegnet sei Akkarats heiliger Name. Er hat euch zu unserer Rettung geschickt.
Nehmt dies mit unserem Segen. Nasla? Wir können es uns nicht leisten. Möge es euch Nasla. Helfen. Ich dachte, er ist Nagla. Nicht solange ich in der Stadt bin. Obolusse. So, was mit dir? Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Nun, ja schon. AMR. Es gibt da ein heiliges Zakarum-Relikt in unseren Gruften. Ich habe von einem Dieb gehört, der es sich in seine Sammlung holen will. Das Relikt ist ein Symbol, wisst ihr? Es wird benutzt, um unsere Toten gebührend zur Ruhe zu bitten. Es steht für das Licht, das ewig in uns allen leuchtet. Es ist uns Toten zur Ruhe beten. Zur Ruhe zu betten. Da kennt sich mein Kollege irgendwie nicht mit aus. Wenn ihr uns das heilige Symbol zurückbringen würdet, stünden wir in eure Schutz. Nicht nur, weil ihr es den Händen eines Diebes seine Toten sind, sondern auch, weil ihr das Las Vegas unter den Toten. Die sind immer wach. Ja. Da müssen wir hier rein. Gruft der Heiligen. Ja. Boah. Aber die haben wir doch schon. Kommen wir da runter. Müssen wir ja runter. Boah. Müssen wir ja ganz rumgehen, ne? Nein. Wo ist der Weltboss? 26. Ich dachte, er war eine Stunde vorhin gerade noch. Schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, ne, Daniel? Ja, aber ich dachte, er wäre schon gleich fertig oder so. Ich dachte, wir waren schon so ungefähr eine Stunde. Na gut, dann stürmen wir mal kurz hier rein. Ja, Dämonenuhren laufen anders da. Na gut, dann gehen wir mal hier durch und. Oh nein, hier sind wir noch nie gewesen. Hier sieht es aus wie in den letzten 18 Dungeons auch. Ich muss warten. Dann erkennt natürlich hier nichts wieder, obwohl er schon 1000 Mal. Wir haben den gleichen Architekten. Aus dem Weg! Oh Mann! Ich hab gesagt, aus dem Weg! Ein letzter Atemzug, wo? Wer redet hier gerade mit mir? Aus dem Weg! Warte mal auf. What? Ah, Blitz. Der tut immer noch weh. Hab ich dir sofort an. Nein, Blitz. Aua! Oh Gott. Was für da? Der Blitz hat mich getötet. Der Blitz hat mich getötet mit einem Schlag. Mein Gott, kommt hier viel Gold aus der Truhe. Ja, komm mal runter, ey. ich hab das nur gehört. So gleich da dann. Ja, das ist Zeit. Komm, ich bin zu derselben Stelle wie du. Ich bin auf anders lang gegangen hier. Ja. Also auf die Blitze tun ganz schön weh. Ja, ich weiß, ey. Nur eine Frage der Zeit, bis die mich töten. Ganz schön peinlich, Daniel. Der ist in nicht einem Dungeon gestorben. Ich mach nur Spaß. Mein Gott, so viel Gold. Dabei bist du so Imba, Daniel. Was passiert? Ja, nur meine Angriffskraft ist voll stark. Imba, ja. Du müsstest die Gegner so schnell töten, bevor die dir. Ja, das schneller ist als der Blitz sein.
Das ist ja meine Strategie. Das ist nicht wirklich ernst. Ich muss warten. Alles klar. Meine Strategie ist, die alle zu machen, bevor die mich alle machen. Der Stratege ist zu einem Schulraudi geworden, alles klar. Muss sie verprügeln, bevor sie groß genug sind, um groß zu schlagen. Genau. Warum? Jetzt wird langsam peinlich. Vielleicht, weil mich getötet hat gerade. Ich weiß, das kenne ich, Daniel. Das ist jedes Mal derselbe Quatsch. Ich werde auch immer von irgendeinem unbekannten Scheiß getötet. Wurde von einem Gespenst getötet. Ich glaube, der hat dich so erschreckt, Daniel, dass du einen Herzinfarkt gekriegt hast. Ja, was war dann? Oh Gott, jetzt bin ich damit im Sterben. Ja. Mein Gott, Daniel, das ist schon wieder hinter uns. Die sind hinter uns gespawnt, ey. Oh. Da teleportiert er. Und die lassen Feuer vom Himmel regnen. Ah, hör auf, Blitz. Ja, jeder hat seine Schwächen. Okay, du hast deine Eisfelder, ja, und ich habe meine Blitze. Gegen den Blitz bin ich auch nicht immun. Ich werde auch von dem Teil getötet, ey. Ich habe nur Schwächen, ey. Ich werde da von allem getroffen normalerweise, ey. Ja. Nein. Wie nein? Mein Charakter hat gesagt, was zum... Okay. Man hat einfach nur gesagt, nein. Fuck? Nein. So, was ist hier unser Boss? Was war das? Das ist einfach mir vorbeigezogen, hat gespinnt. Hab ich gesehen. Ja, ich hab mein Herd angelassen. Oh. So. Aber ey. Jetzt... Oh, ne Nachricht. Ach, da war... Alles klar. Ach, da war die Quest, alles klar. Das andere ist ein Buch. Ja. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ich habe aber keine Finger mehr. Nein, kein Blitz. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch den Boss hier fertig machen, ne? Ich bin noch nicht. Also ich glaube irgendwie nicht dann, dass du Imba bist, wenn du gegen normale Gegner stehst. Was? Nein. Es kann alle möglichen Scheiße immer passieren, ey. Ich weiß auch nie, was mich umbringt, ey. Ja, ich habe mal gesehen, da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, was... Ich weiß jetzt nicht mal, welcher Part das war in dem... Wir haben ja gegen diese Matrosen da gekämpft, die ganze Zeit diese Flutwelle machen, ey. Ja. Da waren wir so weit verwirrt, als wir gegen den einen Gegner, den wir nochmal von den einen Gegner ja, den wir haben ein Video gesehen, der hat so einen Doppelgänger gerufen, der so eine Flutwelle gemacht hat, die hat uns umgebracht. Meinst du den einen Team, mit dem wir erst nicht geschafft haben, und dann sind wir am Ende nochmal zurückgegangen oder so? Ja, ja, als wir den Dungeon fertig hatten, sind wir den nochmal... Ja. Der hat uns ja so überraschenderweise so schnell getötet. Der hat so einen Schattendoppelgänger gerufen, der auch eine Flutwelle gemacht hat, ihr. Okay. Der hat uns umgebracht. Hab ich gesehen. Ja, ich auch nicht. Der war auch sofort wieder weg. Der ist nur aufgetaucht, hat einen Angriff gemacht und war wieder weg, ihr. Danke, pass auf. Der war jetzt aber nicht zum Blitz gerade, der mir so viel Schaden gemacht hat. War irgendwas anderes. Ja, Mann, der Gift hier, oh Gott. Oh. Oh, Daniel. Blitz. Blitzdings, Daniel. Ich glaube ja. Da du immer bist, Daniel, bist du ein Blitzer, bist du zum Blitzableiter geworden. Die Angriffe gehen jetzt nur noch auf dich. Ey. Ich habe so viel Macht, dass die ganze Macht auf mich gezogen wird jetzt. Ja. Oh, jetzt auch so ein lilanes Ding, sehe ich gerade. Okay. Nein, das war eine Falle. Oh mein Gott. Oh. Ah. Ich werde sowas von sterben. Ah. 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 Ich muss hier raus. Das ist ja nicht Albtraum-Level-mäßig, Daniel. Also, ich glaube nicht, dass wir hier sterben. Ich
Wir wünschen. Fireworks, die bringen es überhaupt nicht. Die sterben sofort. Immer so fett und so, ne? Boah. Bevor du überhaupt immer geworden bist, ey. Die sind schon die ganze Zeit gestorben, ey. Ja. Ja, jetzt kriegen wir da ein paar Tränke. Ich hab da gar keine Tränke. Ja, okay, ist jetzt mal gut. Ich muss warten. Ich bin unverwundbar. Na komm, wo ist der Boss? Hier? Nö. Ist die Truhe eine Falle? Nö. Da müssen wir alle Gegner erledigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sind sie auf einmal wieder mehr, was für ein Perfekt. Okay, welcher von euch Rackern tut die hier alle spawnen, ne? Welcher Schub von euch ist das? Wir sind hier auf jeden Fall angespawnt, dass dann 14 auf einmal von da wieder über 20 ist. Ah. Der ist der Letzte. Ich hab den in den Boden reingerammt. Okay. Na gut, machen wir dich. Komm her, du auferstandene Bösartigkeit. Aber wir kriegen noch nicht mal so ein Ding zum Hochleveln für die Glyphen. Das ist ein Elfcom Dungeon. Und? Okay. Okay. Dann. Aus hier. Oder auch nicht. So. Okay. Dann gebe ich neue Quest ab. 15 Minuten, da ist schon wieder so ein Tower. So ein Schrein. Das ist wie so eine Schachfigur, der Turm. Ja, aber das wird geborgen. Zugegebenermaßen hatte ich wenig Hoffnung, dass wir stehen wahrlich in eurer Schuld. Das wird unserem Volk Trost spenden. Möge das Licht euch leiten. Ja, möge das Licht mit euch sein. Okay.